FCB-Trainer Niko Kovac hat sich im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 über den Transfer von HSV-Stürmer Jan Fiete Arp zum FC Bayern München geäußert. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Auf Nachfrage von Goal und Spox, welchen Anteil Kovac an diesem Wechsel hatte, sagte der Coach: Ich hatte damit gar nichts zu tun, Jan Fiete Arp entscheidet über Zeitpunkt des Bayern-Transfers. Der Kroate fuhr fort: Er ist aber ein sehr guter Spieler, ein sehr gutes deutsches Talent. Und sehr gute Talente müssen heute sehr früh zu guten Clubs geholt werden. Kürzlich war bekannt geworden, dass Arp zum FC Bayern wechseln wird. Der Spieler entscheidet dabei selbst, ob er schon im Sommer 2019 oder erst zur Saison 2020/21 nach München geht. Jugendnationalspieler Arp hatte mit 17 Jahren einen Traumeinstand ins Profigeschäft beim HSV gefeiert und war unter anderem zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Clubgeschichte aufgestiegen. Jan Fiete Arp verlängerte beim HSV bis 2020. Zuletzt geriet die Entwicklung des Angreifers allerdings ins Stocken. In seinen 11 Ligaeinsätzen in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga blieb Arp ohne Tor. Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer hatte Arp seinen Vertrag beim HSV bis 2020 verlängert. Trotz lukrativer Angebote von Top-Clubs, wie der Traditionsklub damals mitteilte. Und parallel machte Arp offenbar seinen Transfer nach München klar.